Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Update 5 sind wir inzwischen angekommen, auch wenn im Thumbnail vielleicht noch was anderes steht. Der Titel des Videos sagt ja alles. Und ja, wir haben schon einige der neuen Gebäude gesehen, zumindest im Menü. Gebaut haben wir sie noch nicht, wie zum Beispiel die Sauna und solche Sachen machen wir noch. Denke ich zumindest. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, wie wir hier so ein bisschen grob weiter planen. Ich plane nämlich tatsächlich hier noch ein paar weitere Häuser ein. Grundsätzlich habe ich mir überlegt, ob das hier vielleicht so unser Industriebezirk wird mit den ganzen produzierenden Gebäuden und hier dann so die, ja, Wohnsiedlung. Natürlich stört so ein bisschen die Umweltstation hier, aber auch die können wir abreißen und neu bauen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir hier das Ding abreißen. Ja, dann müsste eigentlich... Ja, ich weiß schon, was dann passiert. Dann liegt das ganze Zeug hier rum und müsste dann neu eingelagert werden. Wir könnten die Atommülllager also eigentlich auch woanders hinstellen. Ich glaube, ich möchte das auch tun. Und zwar möchte ich die hier oben hinstellen. Ist nur ein bisschen blöd, weil wir da nicht wirklich mit einer... Ja doch, kommen wir schon. Also, ich mach das mal. Ich werde mal eine Straße hier oben hinlegen. Von hier ausgehend. Dann ist der Fischer auch mal am Straßennetz. Kommen wir hier denn noch durch? Das wäre natürlich von... Ja, das geht sogar. Dann können wir hier auch noch so hochbauen. Okay, und dann machen wir jetzt hier die Atommülllager hin. Die sich nochmal wo befinden. Muss ich jedes Mal wieder gucken. Hier bei Lager wahrscheinlich. Ja. So, passen sie noch dahin? Ja, wunderbar. Dann fangen wir doch mal an hier mit 1, 2, 3 Stück bauen wir gleich, weil ich möchte das ja auch abreißen. Und da beide schon... Naja, das hier ist bei 35%. Das hier reiße ich jetzt ab. Das hier reiße ich aber auch ab. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wie viele Einheiten sind das jetzt? Das würde ich gerne wissen. Aber gut, wir bauen es da eh neu. Von daher wird es schon gehen. Ja, machen wir eben die Spezialisten, damit die nicht rumstehen. Ich muss mich natürlich erstmal wieder zurechtfinden, weil ich wieder einige Tage nicht aufgenommen habe. Also, das ist Orca. Die ist wieder gesund oder nicht? Nee, die ist noch nicht ganz gesund. Die bleibt also noch da. Da haben wir Vulture. Der wollte hier... So wie es aussieht, in den Wagen steigen. Oder ist der aus dem Wagen ausgestiegen? Ich glaube, der ist ausgestiegen. Genau, der ist ausgestiegen und soll hier erkunden. So war es. Dann machen wir doch direkt mal das Feld da. Da haben wir Junkton gefunden. Eine weitere Fraktion. Da gibt es einen unbekannten Faktor, den ich gern beseitigen würde. Die Siedlung wurde neben einem riesigen Schrottplatz errichtet, auf dem die Bewohner Tag ein Tag aus Teile für ihre komplizierten Kreationen sammeln und verarbeiten. Die Verteidigungsanlagen sehen imposant aus, auch wenn niemand weiß, ob die Schraubenwerfer oder Flammenmauern auch wirklich funktionieren. Ja, Reputation, niedrig, Handeln, schauen wir mal. Das ist dann auch gleich mal der neue Handelsdialog, den ich besser finde. Denn jetzt sieht man eben halt, was wir haben, was die haben. Beziehungsweise was die anbieten. Hier hätten wir jetzt nichts wirklich Interessantes. Wobei das Saatgut Erdnuss oder die Eierwachswürmer natürlich grundsätzlich schon mal nicht schlecht sind. Ich würde aber tatsächlich erstmal schauen. Vielleicht machen wir das auch direkt mal eben. Ne, wir machen jetzt erstmal die Bewegung zu Ende und dann schauen wir mal, ob irgendeiner uns das Saatgut für die Sonnenblumen nochmal anbieten kann. Dann werden wir versuchen, das zu bekommen. So, hier haben wir ja noch den Kampf offen. Wir sind jetzt selber nicht mehr so gesund. 34 Trefferpunkte. Einmal mache ich es jetzt noch. Tja, und das hat wieder nur minimal was gebracht. Jetzt hat Donner noch 20 Trefferpunkte. Die wird gleich mit dem Auto dann auch zurückfahren. Ach, man quält sich so ein bisschen durch. Ne? Also das ganze Kartenspiel hier, das ist auf Dauer eher mühsam und, tja, ich will nicht lästig sagen, aber... Aber schon ein bisschen lästig. So, okay. So, die Art und Weise hier mit Rohstoffbeschaffung und Sammeln, das finde ich gar nicht das Problem. Ich finde nur, es ist halt eine sehr große Karte. Bewegung auf der großen Karte wird mit der Zeit sehr umständlich.
die Außenposten, zu denen man hier, die wir ja auch gebaut haben, zu denen man, meine Güte, ist die wirklich groß, die Karte. Also hier diese Außenposten, zu denen wir unsere Sachen zurückbringen könnten, die haben auch nur einen marginalen Nutzen, muss man sagen, da die Leute dort nicht regenerieren können. Dann wäre es noch viel besser, denn die Kolonisten müssen ja sowieso ständig zurück, weil sie sich heilen müssen. Und darum hat man nicht wirklich so den Rieseneffekt von diesen Außenposten. So, hiermit wollten wir irgendwo hingehen. Schauen wir hier oben. Wahrscheinlich da dann weiter aufdecken. Machen wir einfach mal. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Und Bishop muss mal nach Hause. Der geht weiter zurück zur Kolonie. Und Plati, die kann da oben noch die Kleidung holen und vielleicht noch das Gebiet aufdecken. Aber dann... Ja gut, 60 Trefferpunkte. Da kann man noch einiges mit anstellen. Okay, machen wir weiter hier. So, also die beiden Atommülllager sind schon mal weg. Die werden jetzt hier neu gebaut. Kostet natürlich auch wieder einen Arsch voll Ressourcen, hätte ich bald gesagt. Ist halt so. Und dann müssen wir diese Werkstätten, die natürlich auch nicht so ganz billig zum Kaufen waren. Naja, mal schauen, wie teuer. Das müsste ja Produktionsgebäude sein. Nicht Werkstatt, wo ist es? Wahrscheinlich hier. Genau, Garage. Ne, das geht eigentlich. Das sind relativ überschaubare Kosten. Ja, und das, da es nicht in der Nähe des Torstehens muss, können wir auch hier oben irgendwo hinpacken. Das heißt, ich würde die Straße da nehmen. Auch zur anderen Seite erweitern. Und dann bauen wir die einfach dahin. Was ist das hier? Ah, da sind noch Beeren. Hm. Ja, die stören jetzt. Und wir müssen sie sammeln. Wo ist unser Lebensmittellager? Hier. Arbeitszone verlegen. So. Dann mal weg damit. Die Windräder. Gucke ich mal nach, wie teuer die waren. Naja, da ist das Hauptproblem halt die Komponenten. Die können wir zur Not auch handeln. Wir haben so viel Handelsgut. Wir können hier zum Beispiel viel Plastik abgeben. Zement und Holz, beziehungsweise Bretter. Zur Not auch mal ein paar Jacken oder Werkzeuge, die wir selber herstellen. Also wir sind da nicht mittellos. Ja, die Solarmodule. Scheinbar habe ich mich in irgendeiner der letzten Folge blöd versprochen und gesagt, dass die ja nachts nicht funktionieren. Oder ja, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Es hat auf jeden Fall zu Kommentaren geführt, die ich dann erst nicht verstanden habe und gedacht habe, hä? Und dann ist es mir eingefallen, dass ich möglicherweise was total Bescheuertes gesagt habe. Ja klar, funktionieren die nachts nicht, weil dann kein Licht da ist. So, aber die brauchen wir halt auch nicht wirklich. Wir haben momentan 52 Überproduktion und die hier machen 24. 32 sind ja 4 Stück, deswegen hätten wir dann immer noch eine Überproduktion und jetzt muss ich mal die Speicherkapazität, die ist auch schon wieder voll. Die Akkus, die wir hier gebaut haben, die dann auch im Weg sind, die sind dann, die sind voll. So, pass auf, ich reiß die mal ab. Alle 4. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Umweltstation. Bei Gesundheit natürlich. Tja, und wir haben ja hier dann nachher Platz, wenn wir die Häuser wegbauen. Deswegen müssen wir eigentlich erst gucken, dass wir die Werkstätten jetzt wegkriegen. Nanu? Jetzt bin ich in die falsche Richtung. Da. So, wenn die Beeren eingesammelt sind. Pass auf, die erste Werkstatt werde ich schon mal setzen. Garage. Machen wir 2 Stück. Dann 2 auf die andere Seite mit der Straße runter. Reißen wir die hier unten weg. Hier ist auch ein Auto gerade drin. Jetzt kann ich da nicht runterscrollen. Ernsthaft? Ich nehme an, dass das Abreißen ist. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Hat man schon ein Riesendisplay.
Und der Platz reicht trotzdem nicht. So. Okay, Plati. Ist da noch was drin? Ein paar Klamotten noch. Einsammeln. Weiter hierhin. Weiter nach Hause. Das gibt ordentlich Ressourcen jetzt. Hier vor allem halt auch Komponenten. Das ist gut, weil wir gerade so viel von dem Kram neu bauen wollen. Hier finden wir auch noch Komponenten. Medikamente. Mal gucken, was wir da finden. Bretter. So, die muss nach Hause, aber mit dem Auto. Zurück zur Kolonie. So, und dann noch Vulture. Aramis, Entschuldigung. Ja, die Namen habe ich nicht so drauf. was sollte Aramis machen? Ach, wir haben hier, genau. Ja, wir sind... Nee, ich krieg das schon noch hin. Wir könnten hier noch weitere Medikamente holen, als hätten wir noch nicht genug. Ja gut, handeln können wir halt damit. Von daher, ich nehme sie mit. Natürlich. Wenn sie da kostenlos rumliegen, ne? So, jetzt ist Orca wieder fit. Jetzt schicken wir die wieder raus. Ein Auto haben wir gerade nicht, was wir ihr mitgeben können. Darum werden wir zu Fuß laufen. Und zwar gehen wir hier unten hin. 5 Runden. Das geht ja alles noch. So. Okay, also die Garagen sind weg. Die Lager sind auch weg. Und schaut mal, auch der Atommüll ist schon weg. Ich denke, dass der schon hier oben ist. Ja, zumindest 74 Einheiten hier, 2 da. Keine Ahnung, wo jetzt der Rest hingekommen ist. Ist die Umweltstation schon gebaut? Nee, die wollte ich ja noch bauen. Wenn wir hier die Häuser weg haben. Also, alles nacheinander. Ja, wobei, ich fange mal an, ein paar Windräder zu bauen. Und die werden wir... Können wir da oben nicht drauf bauen? Das ist ja schade, dass man nicht auf den höheren Lagen bauen kann. Ich meine, hier unten ist kein Gebiet mehr von uns, aber hier... Das wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn man es dort bauen könnte. Ja, weißt du was? Wir machen die Energie, die Windgewinnung hier oben. So. 1, 2, 3. Oh, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es geht da nicht. Wie viel haben wir denn? 5, 4, 5, 6. So, die müssen jetzt erstmal gebaut werden. Wir haben Gott sei Dank 12 Träger. Das heißt, es dauert alles nicht so lange. Ich reiße jetzt hier mal das Zelt ab. Das ist da dann eh im Weg. Die Lampe machen wir auch weg. So, die Spezialisten. Jetzt ist es leer. Nee, ist nicht, immer noch nicht leer. So, jetzt haben wir schön Komponenten. So, die Forschungspunkte sind jetzt raus. Jetzt gibt es da erstmal nichts mehr. Jetzt müssten wir weiter nach unten gehen. Oder halt hier nach oben. Forschungspunkte, sehr gut. Apropos Forschung. Mein Gott, ich vergesse es aber auch immer. Das Auto fährt zurück zur Kolonie. Ja, wir holen die Bretter hier natürlich raus. Die Medizin. Weiter nach hier unten. Okay. So, Forschung. Weiterforschen. Alternative Proteine sind die Insektenfarmen. Größere Fässer für einen großen Wasserturm, das nehmen wir jetzt als nächstes. Weil wenn wir da schon alles umbauen, dann können wir es auch gleich in groß bauen. Wobei die Wassertürme, die hier stehen, die bleiben natürlich erstmal da. Das ist ja, passt ja da. Eine Gruppe Überlebender ist am Tor angekommen. Hallo. 2 Kinder, ein Erwachsener. Genau andersrum. Ach, oh Gott, und noch ein weiterer Spezialist, eine Kämpferin.
Mit Angriffswert 4. Naja, okay. Ja, wir nehmen sie an. Ne? Neue Träger im Zweifelsfall. Und halt noch einen Spezialisten. Kämpfer. Wir hatten doch hier oben noch... Ja, genau. Ja, da ist jetzt nicht mehr viel zu tun. Hatten wir noch so... Da ist auch noch einer. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Schicken wir sie hierher. Okay, so. Zwei Bauarbeiten fertig. Sind das Windräder? Nee, noch nicht. Dann sind es hier oben wahrscheinlich irgendwelche Sachen. Ja, die Garagen. Jetzt haben wir nur zwei, nicht mehr drei. Aber bisher haben wir auch noch nicht mehr als zwei gleichzeitig im Einsatz gehabt. Hier kommen gerade die ganzen Ressourcen angeliefert. Zwei sind fertig beliefert, drei. Da wird schon gebaut. Und sobald die ersten Windräder stehen, fange ich an, die anderen abzureißen. Wir können ein bisschen vom Batteriestrom leben. Na komm, ich nehme sie gleich alle weg. Was soll's. Gut. So. Jetzt bauen wir ein paar Häuser. Und zwar die doppelgeschossigen. Eins, zwei. Drei. Vier, fünf. 6. So, machen wir so einen dicken 6er-Block. Gut. Dickes Geschäft. Ein beladener Wagen erwartet dich am Tor. Der Händler ist wieder zurück. So, was hat er uns anzubieten? Nichts, was wir brauchen. Also, wir könnten entweder 8 Medizin bekommen für 54 Kartoffeln, 10 Mäntel für 53 Fasern, wenn wir 31, was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Bekommen wir 14 Werkzeug, brauchen wir alles nicht. Was hat er denn sonst noch? Ja, auch das. Können wir alles nicht gebrauchen. Von daher lassen wir ihn einfach mal abziehen. Dann bedienen wir einmal die Spezialisten. Einfach weiterlaufen, bitte. Ebenfalls. So, Medizin holen. Zurück zur Kolonie. Bretter holen. Forschung. So, noch 70 Trefferpunkte. 33%, nur eine Gefahr. Da müssen wir zweimal rein, um alles rauszuholen. Das kriegen wir hin. Insbesondere, wenn es dann so läuft, ohne Probleme. Dann Danube. Können wir hier mal reinschicken. Ach, da hat sie keine Bewegungspunkte mehr. Ich dachte schon, warum dauert es so lange? Dann schicken wir Vulture hier rein. Eigentlich wollte ich hier aufdecken, aber mich lachen gerade die Teile so an, weil wir so viel bauen momentan. Also so viele Dinge, die auch Teile brauchen. Komponenten. Jetzt noch einmal, dann haben wir die Jacken alle raus. Okay, so der Händler ist noch da, der fährt jetzt aber wieder weg. So, die 6 Häuser, guck mal, was die an Brettern jetzt gekostet haben. Hier 45 pro Doppelhaus, also gewaltig viel, aber hatten wir alles da. Die Windräder waren alle fertig bis auf 1. Tja, und jetzt kommen halt eben die Akku-Bugs, die nochmal woanders hin müssen. Und dann natürlich idealerweise auch hier oben hin
möchte so ein bisschen zusammenstehen haben thematisch jetzt. Drei Stücke reichen ja erstmal. So, größere Fässer abgeschlossen. Beschichtete Trichter für mehr Produktionstempo bei der Mühle. Nehmen wir auch mal mit. Ach, hier haben wir nicht mal genug Ressourcen momentan. Jetzt muss ich echt mal schauen. Wo kriegen wir nochmal Bretter? Wo ist unser Sägewerk? Holzfällerlager. Das Holzfällerlager macht nicht die Bretter. Die Bretter macht... Was ist denn unser? Hier. Nee, das ist der Fallensteller. Ja, das Sägewerk. Da haben wir nur eins. Wir könnten noch jemanden einstellen, das machen wir. Dann verdoppeln wir die Produktion. Und dann geht's da auch vorwärts. So, da ist Treibstoff. Bishop regeneriert noch. Gut. Nicht so gut. Na komm, dann holen wir uns die Klamotten hier. Es sind halt echt weite Wege und selbst mit Autos. Das macht es ja nur ein bisschen schneller. So, was ist hier? Fehlt Treibstoff, ne? Ne, haben wir aber. Was ist hier? Keine Arbeiter zugewiesen. So, ein, zwei Häuser sind fertig. Da sind die beschichteten Trichter fertig. Was haben wir denn jetzt hier bei der Kochausbildung? Die Kantine. Ich denke, dass wir die mal nehmen. Und da werde ich hier die ersten zwei Häuser abreißen. Um hier Platz zu bekommen. Für, ja, zum Beispiel die Umweltstation. Die da hinten rüber wandert. Dann machen wir die Spezialisten mal wieder. Den Treibstoff hole ich da nicht raus. Wir gucken stattdessen weiter in... Boah, hier ist echt noch viel. Das kriegen wir diese Runde nicht mehr, das auch nicht. Ja, dann ist es egal. Gehen wir in diese Richtung. So, Bishop wieder in Ordnung. Bishop ist halt gut im Forschungspunkte holen. Aber momentan nicht viel. Eigentlich müsste ja jetzt auch wieder ein Auto zurück sein in der Kolonie. Das heißt, wir könnten hier mal eben ein neues Team starten. 9er Auto, 12er Auto. So. Da kommt Bishop rein. Ach, es wird noch repariert. Okay, ja, da muss Bishop warten. Also, dass das hier unten drüber hergeht, nicht gut. Das ist nicht gut. So, wen haben wir hier? Donner. Nein, das ist immer noch Bishop, der muss warten. Dann Nube. Noch 32 Trefferpunkte. Kann hier nochmal reingehen. Okay. Jetzt holen wir uns die Forschungspunkte. Halt, sind die schon raus? Wir haben sie schon alle. Stimmt. Gut. Ja, dann. Dann steigen wir jetzt ins Auto und fahren auch mit ihm zurück. Er bringt zu nur 35 Medizin, aber das Auto ist jetzt halt auch nicht so... Ach, das ist leer. Das ist ein kaputtes Auto noch. Okay. Ja, egal. Wir nehmen es mit. Es fährt halt nicht schnell.
Aber wir können es dann reparieren. So, jetzt entdecken wir neue Gebiete. Da haben wir einmal Unterhaltungsmedien. Klamotten. Bishop muss warten. Okay, dann haben wir alle. Gut, da würde ich sagen, soll es für diese Folge erstmal reichen. Also, ihr seht, große Umstrukturierungsarbeiten. Weg mit den Wohnhäusern aus diesem Gebiet, mehr hier rein. Und hier die Industrie an den Wäldern, passt das auch. Und dann mal schauen, wie wir weitermachen. Auf jeden Fall die Sauna bauen und solche Sachen. Weitere Forschungsgebäude freischalten und ausprobieren. Das ist so das, was wir in den nächsten Folgen auch genauso weitermachen, wie wir das jetzt bisher schon tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.